So, willkommen zu Sexessive TV. Wir sind ein YouTube-Kanal. Wir versuchen Leuten sozusagen für umsonst eine Berichterstattung aus dem Internet über die Pornografie im Internet anzubieten. Ja, heute. Hoffentlich macht ihr das kostenlos und nicht umsonst. Nee, ich hoffe auch nicht, natürlich. Nein, bis jetzt haben die Leute immer den Daumen gehoben und naja, mal gucken, wir versuchen den immer hochzuhalten. Heute für euch Johann Holmes. Nee, Steve Holmes. Steve Holmes. Oh, das habe ich doch vergeigt. Mensch, es ist schlimm. Ich mach das Licht an. Das zeigt noch ein bisschen nicht. Ja, vielen Dank. Dann fangen wir nochmal an. Klar. Das habe ich doch vergeigt. Weil gestern hat er irgendwie gesagt zu mir Johann. Und ich meine, was liegt so Johann Holmes? Johann Holmes? Ich kenne keinen Johann Holmes. Und jetzt sagst du natürlich Steve. Setz dich mal Steve richtig hin. Warte mal. So. So. Sexessive TV, du kennst es noch nicht. Mein Publikum ist natürlich schon voll im Bilde sozusagen. Wir sind ein YouTube-Kanal und wir berichten über Leute wie dich, die in der Pornobranche tätig sind. Ja? Und das auch schon über einen verdammt langen Zeitraum. Also sprich, du hast einiges zu erzählen. Dein Name ist Steve Holmes. Steve Holmes. Ja. Ja, wir mussten das ein bisschen üben, aber ja, coole Sache auf jeden Fall. Du bist jetzt heute hier in Mölln bei Hamburg. Mhm. Und du hast einen Dreh gehabt, einen Fetischdreh, aber du drehst ja nicht nur Fetisch, du drehst ja, ich habe auch schon sowas gesehen, so, was drehst du alles oder drehst du alles? Also jeder hat natürlich seine Grenzen, was er nicht machen würde, die habe ich auch, aber ich drehe seit 16 Jahren, ich habe über 2000 Filmen mitgespielt und da sind die unterschiedlichsten Sachen dabei, von so ganz einfachen Gonzo auf einer Couch, ohne Handlung bis zu relativ aufwendigen Spielen. Wir haben ja nur Handlungen in unseren Filmen. Ja. Na, wir haben auch teilweise noch große Produktionen, an denen ich mitgewirkt habe, auch mit Film, also nicht mit Video. Das ist natürlich eine ganz andere Dimension, auch von den Kosten und allem, was damit verbunden ist. Wir haben Filme gemacht, da waren hunderte von Statisten dabei. Nicht nur Wichser. Nein. Ich spreche, wir haben zum Beispiel, das ist auch schon etliche Jahre her, eine Version von Gladiator gemacht. Da hatten wir Kampfszenen, da wurde das ganze Kolosseum nachgebaut, hunderte von Statisten in römischen Gewändern. Sehr gut, was ist los? Wir hatten lebendige Wildkatzen, ja, und Pferde natürlich und Schlachtszenen und so weiter. Das sind aufwendige Produktionen, die es im Porno zwar selten, aber noch immer noch gibt. Das letzte große Projekt war. Was war deine Hauptrolle dort? Oder was hast du da? Habe ich einen Senator gespielt. Den Senator, ja. Da habe ich einen rein, von mehreren Senatoren gespielt. Ich habe da im Senat eine Rede gehalten. Und natürlich habe ich da auch gevögelt, ist logisch. Denn es ist und bleibt ein Porno. Oder neulich hatten wir einen relativ aufwendig gemachten Kriegsfilm, mit auch eben sehr viel Kostümaufwand, der über einen Zeitraum von 3 Monaten gedreht wurde. Du weißt ja selber, normalerweise drehen wir Pornos innerhalb von 1, 2, 3 Tagen. Ja, ja, klar. Da haben wir also 90 Tage gedreht. Und solche Projekte gibt es noch. Das ist natürlich schön zu hören. Wir würden auch wieder in Deutschland, würden wir auch gerne wieder solche schönen Filme machen wollen. Ja, ich kriege ja schon mit, so oft bist du auch nicht in, also du bist natürlich in Deutschland, aber du bist eigentlich viel unterwegs. Ich bin jetzt in Deutschland, aber das ist eine große Ausnahme. Ich habe die letzten 10 Jahre ganz, ganz selten in Deutschland gearbeitet. Ich arbeite sehr viel in den USA, am meisten eigentlich. Aber dann auch für amerikanische Produktionen in Europa. Ich habe jetzt viel in Russland auch gemacht, St. Petersburg, Moskau. Aber eigentlich überall, von Japan bis die Amerika. Japaner. Wie sagst du, die Japaner, harter Tobak oder ist annehmbar? Das kann ich gar nicht beurteilen, weil ich habe für Japaner noch nie in Japan gedreht. Ich habe für Japaner in Europa gedreht. Und als wir in Tokio waren, habe ich für eine amerikanische Produktion gedreht. Und wir sind eigentlich nur hin, weil wir mit japanischen Mädchen drehen wollten. Und die sind ganz anders. Also sie sind ganz anders auch als die Asiatinnen, die man aus Europa kennt. Die sind eben in ihrer Tradition verwurzelt. Ich habe viel mit asiatischen Frauen in Los Angeles gedreht.
die nur asiatisch aussehen, aber von der Mentalität natürlich Amerikaner sind. Mhm. Und die Mädels in Tokio, sie sind, es fällt ganz besonders beim Klang auf. Also du lächelst klingen, dabei so, ja? Die klingen ganz anders, wenn sie gefickt werden, als eine Europäerin oder eine Amerikanerin. Ja, gucken lief, ficken hart, ja. Sie machen immer den Eindruck, aber das ist eben Teil der dortigen Kultur, dass sie beim Ficken leiden. Dieses das ist, das sieht man auch, wenn man sich japanische Filme anschaut, aber es ist auch wirklich da. Und ich habe dann gesagt, ist alles in Ordnung? Ja, ist alles in Ordnung, weil ich dachte schon, habe ich was falsch gemacht. Ja, ich weiß. Ja, schön auf jeden Fall. Wie lange bleibst du jetzt in Berlin erstmal? Oder nee, nicht in Berlin, ich bin ja in Berlin, ich muss mal, Berlin ist ja groß, aber so groß noch wieder nicht. Wie lange bleibst du jetzt erstmal so in Deutschland? Oder? Hast du schon die nächsten Termine? Ich hab schon den nächsten Termin. Oder darfst du Weihnachten auch mal zu Hause verbringen? Ja, Weihnachten und Neujahr bin ich traditionell zu Hause, aber ich habe jetzt noch eine Produktion in Madrid und eine größere Produktion in St. Petersburg, die ich drehen muss. Bevor. Die Russen, die kommen, machen ziemlich viel jetzt. Also, merkt ihr so von Jahr zu Jahr, steigert sich das langsam bei denen? Also ich bin sehr gerne drüben. Ich mag die Mädchen, die sind unwahrscheinlich locker und aufgeschlossen. Auch offen für extreme Sachen. Meine Frau ist Russin. Aus Litauen. Aus Litauen. Okay. Und übrigens gestern ihre erste Szene hier gedreht gehabt. Also mit russischen Frauen würde ich sagen, das ist schon eine harte Zukunft. Also ich habe da unwahrscheinlich viel Spaß immer, nicht nur am Set, sondern die Mädels. Die haben einfach Bock, die kommen auch vorbei und ficken einfach so, oder? Ich habe da eine... Zwischen Pizza und Cola. Ich habe da zum Beispiel im Juni eine Szene gedreht, die in einer Bar spielte, und wir haben dann Statisten engagiert, für kleines Geld, die hatten ein paar Getränke umsonst, ein paar Euro dafür bekommen, dass sie da Statisten in der Bar spielen. Und da waren Mädels, die haben dann einfach, haben sie angefangen, mir einen Schwanz zu blasen. Weil sie einfach Bock drauf hatten, und ich habe in der Szene gar nicht mitgespielt, sondern nur Kamera gemacht. Und ich drehe so, und plötzlich ist einer von den Statisten, packt mir an die Nudel, ich hole den Schwanz raus, sie bläst mir ein, während ich Kamera mache. Also sowas ist mir in Europa noch, St. Petersburg ist ja Europa, aber ich meine jetzt in der Europäischen Union oder in Amerika noch nicht. Also Kameramänner leben auch gefährlich, ja. Nee, schöne Sache auf jeden Fall. Warst du eigentlich auf der Venus dieses Jahr? Ich war da, ich habe auch einen Film darüber gedreht, deswegen war ich da. Darf ich sagen, für wen? Ja, klar. Für das Label Magma. Ja, da habe ich einen Film da gemacht, und ich war ganz überrascht, die haben mich angesprochen, ob ich mal wieder was in Deutschland in Deutsch machen würde. Und ich sage gerne. Weil es, wie gesagt, schon lange her ist, dass ich hier in Deutschland was gemacht habe, in meiner Muttersprache. Stimmt, ja, stimmt, hast du ja gesagt. Du bist, darf man denn weiter wissen? Ja, natürlich, das ist ja, kann man überall nachschauen. Das interessiert uns ja doch, weil viele denken ja, ach, ich bin schon zu alt, ein Darsteller vielleicht zu werden, oder wie ist überhaupt die Lebensdauer eines Darstellers oder so. Wie würdest du das beurteilen? Du bist wie alt? Ich bin 51. 51 Jahre alt. Ich habe sehr spät angefangen. Ich habe sehr spät angefangen, wo eben die meisten männlichen Kollegen sich schon zur Ruhe setzen. Ich war 35, fast 36, also als der erste Film, den ich gedreht habe, rauskam, war ich dann schon 36, wo ich eigentlich angefangen habe, dann regelmäßig zu drehen. Das ist ein relativ später Beginn. Also den jungen Brunnen gefunden. Mir macht es Spaß, ich mache das gerne. Also ich finde ja auch, weil ich werde ja auch oft mit jugendlichen 18-Jährigen verwechselt oder so. Ich glaube, Sex hält definitiv. Ob es der Sex ist, ich weiß es nicht, aber mental hält es, glaube ich, auch dadurch jung, weil wir natürlich als männliche Darsteller sehr oft mit sehr jungen Kolleginnen arbeiten. Also ich habe sehr oft 18-, 19-, 20-jährige Kolleginnen, mit denen ich arbeite, und dann ist man einfach immer mit den jungen Leuten zusammen. Schwappt etwas ab, über. Ja. Schön, ja. Cool, freut mich auf jeden Fall. Gerne. Wenn du in Deutschland bist oder mal wieder irgendwie oder in der Nähe von Berlin oder so, melde dich, und dann schauen wir einfach, was du wieder getrieben hast, und das Publikum freut sich auch. Ganz klar. Danke. Ciao, ciao. Tschüss.